Ja, hallo meine Freunde, willkommen zurück. Wir hatten ja gestern uns anhand des Aufzinsungsfaktors und anhand des Abzinsungsfaktors uns angeschaut, wie die Zinsen über die Zeit hinweg wirken, beziehungsweise was der Zinseszinseffekt ist. Und nun ja, wir wollen heute da auch weitermachen, wobei wir jetzt natürlich nicht mehr den Aufzinsungsfaktor und den Abzinsungsfaktor besprechen, denn den haben wir ja schon besprochen, sondern wir wollen jetzt auf vier weitere Faktoren eingehen, die in der dynamischen Investitionsrechnung von ganz, ganz entscheidender Bedeutung sind. Und da wäre als allererstes der Rentenbarwertfaktor zu nennen und den schauen wir uns jetzt an. Ja, der Rentenbarwertfaktor hat natürlich auch eine gewisse Formel und die lautet Q hoch n minus 1 durch I mal Q. Ja. Fragt mich bitte nicht, warum die Formel jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Ich bin kein Mathematiker und habe mich mit der Herleitung auch im Studium nie selber beschäftigt. Wichtig ist gleich nur, dass ihr überhaupt versteht, was dieser Rentenbarwertfaktor bewirkt, wozu man ihn benutzen kann, und wozu er eben tagtäglich verwendet wird. Ich habe es hier schon einmal, schriftlich niedergeschrieben. Wenn wir gleichbleibende periodische Zahlungen haben, und die sollen auf einen heutigen einzelnen Wert diskontiert werden, dann benutzen wir den Rentenbarwertfaktor. Und die Überlegung dahinter ist, wie viel sind alle periodischen Zahlungen, die in der Zukunft auftreten werden, heute, also bezogen auf heute, wert, wenn sie alle jetzt einmal ausgezahlt werden? Ja? Okay, das sagt euch vielleicht erstmal noch nicht so viel, aber wenn ihr die nächste Folie euch anschaut, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Ja, das sieht jetzt sehr komplex aus, aber im Prinzip ist es relativ einfach. Stellen wir uns vor, wir hätten eine Zahlungsreihe, ja, die über 10 Perioden, also sprich hier 10 Jahre geht. Und der Kalkulationszins kann 10% sein, 5% sein, vollkommen egal. Wichtig ist, dass ihr diese gleichbleibenden Zahlungen, die ihr in der Zukunft realisieren werdet, auf den heutigen Wert, auf den heutigen Zeitpunkt abzinsen wollt. Ja? Also einmal die Zahlung in Periode 1, die Zahlung in Periode 2, in Periode 3 und so weiter bis hin nach 10. Und dann ergibt sich diese violette Säule, wenn man das alles aufaddiert. Denn die Überlegung ist dahinter, okay, ich möchte vielleicht gar nicht in 10 Jahren jeweils diese gleichbleibende Rate ausgezahlt bekommen, diesen gleichbleibenden Betrag, und den nennt man dann Rente, also ein gleichbleibender Betrag über einen gewissen Zeitraum, der wird immer als Rente bezeichnet, sondern ich möchte vielleicht alles auf einmal ausgezahlt bekommen. Wann ist das zum Beispiel in der Realität der Fall? Nun stellen wir uns beispielsweise vor, wir würden eine private Rentenversicherung abschließen und diese private Rentenversicherung würde uns sagen, pass auf, mit dem Renteneintrittsalter bekommst du jedes Jahr eine Zahlung X ausgezahlt. Und diese Zahlung X würde dann hier den blauen Säulen entsprechen. Und alternativ dazu bietet uns die Versicherungsgesellschaft aber an, den Barwert dieser Zahlungen einmalig ausgezahlt zu bekommen. Dann natürlich aber infolgedessen in der Zukunft gar keine Zahlungen mehr. Und wenn ich mich für dieses Modell entscheiden sollte, dann bräuchte ich den Rentenbarwert, beziehungsweise müsste die Versicherungsgesellschaft den Rentenbarwertfaktor benutzen, um dann den Barwert, ja, um dann den Barwert dieser Rente zu ermitteln. Ja? Das ist hier der springende Punkt. Also das ist die wirtschaftliche Überlegung dahinter. Denn rechnen kann man ja vieles. Es ist ja auch immer so eine Frage, ob das Sinn ergibt und wann das Sinn ergibt. Also das ist ein typisches Beispiel in der Praxis. Wenn ich jetzt beispielsweise eine private Rentenversicherung abschließe und die sagt mir aus, okay, pass auf, du kannst ab deinem Renteneintrittsalter jährlich entweder die Zahlung X erhalten oder du bekommst einmalig abgezinst auf den jeweiligen Zeitpunkt eine einmalige hohe Auszahlung. Du kannst dich dafür entscheiden. Und wenn ich mich dann dafür entscheiden sollte, also für diese einmalige Auszahlung, dann müsste ich den Rentenbarwertfaktor benutzen, um das Ganze dann auch zu kalkulieren. Denn ich will ja hier wissen, okay, wie viel sind die einzelnen Zahlungen wert? Ja, wie viel sind die einzelnen Zahlungen wert, die hier realisiert werden? Und das kann ich dann ganz bequem über diesen Rentenbarwertfaktor machen. Ja, ich habe hier auch natürlich noch ein Rechenbeispiel mit eingefügt. Also, wenn ich den Barwert hier einer Rente berechnen möchte und ich sage jetzt mal, in meinem Beispiel ist der Kalkulationszins hier 5%,
Und vertraglich würde ich jetzt eine jährliche Rentenzahlung von 500 über 5 Jahre bekommen. Dann würde das zahlungsmäßig so aussehen: 500 in T1, 500 in T2, 500 in T3, 500 in T4 und 500 in T5, denn in T0 zu meinem Renteneintrittszeitpunkt bekomme ich erstmal noch nichts, so der Vertrag. Und jetzt interessiert mich, wie viel diese 5 mal 500 abgezinst auf T0 wert sind. Ja, und dass das dann natürlich nicht 200, 2.500 sein können, sondern dass das weniger sein muss, liegt ja auf der Hand. Denn wir hatten ja schon kennengelernt, okay, wenn ich heute etwas anlege, also Geld anlege, um in der Zukunft mehr zu bekommen, ja, dann ist das natürlich logisch, dass ich heute weniger haben muss. Also 2.500 wäre ja jetzt nur der nominale Betrag, aber auf heute gerechnet muss es natürlich weniger sein, denn Geld heute ist ja mehr wert als Geld morgen. Warum ist das der Fall? Sollte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Die wirtschaftliche Überlegung dahinter ist nämlich, Geld, was ich heute habe, kann ich bereits heute konsumieren oder auch heute anlegen. Also heute wieder gewinnbringend verzinslich anlegen. Und das ist die Überlegung dahinter, warum gesagt wird, Geld heute ist immer mehr wert als Geld morgen. Rechnerisch ist es logisch, aber wirtschaftlich ist das die Überlegung, die dahinter steckt. Ja? Und ich habe diesen Renten-Barwert-Faktor, den wir vorhin in der Formel gesehen haben, den habe ich hier separat mal ermittelt. Ihr könnt ja die 5% in die Formel für den Renten-Barwert-Faktor einsetzen. Und wenn ihr dann auch auf diesen Renten-Barwert-Faktor kommt, dann wisst ihr, dass ihr richtig gerechnet habt. Ja, und wie komme ich auf diese Zahl hier dann letztendlich? Ich multipliziere einfach die 4,329 mit den 500 und komme dann auf meine 2.164,74 €, wenn ihr so wollt. Gut, jetzt geht das Ganze natürlich auch noch anders herum. Jetzt könnte ich auch sagen, okay, wie sieht es denn beispielsweise aus, wenn ich jetzt von heute angesehen schon Zahlungen habe und diese Zahlungen möchte ich aber erst am Ende der Laufzeit ausgezahlt bekommen, und zwar auf einmal. Dann möchte ich ja den Endwert dieser Rentenreihe ermitteln, und das sieht dann so aus. Ja? Also hier sieht es so wie folgt aus: Ich habe in dem Jahr 1 die erste Rentenauszahlung, im Jahr 2 die zweite, im Jahr 3 die dritte und so weiter und so fort, bis schließlich auch zum Jahr 10. Und wichtig ist auch die Auszahlung bzw. Einzahlung, je nachdem, des Jahres 10 wird mit hinzugerechnet auf den Rentenendwert. Ja? Auch das wird mit hinzugerechnet. Ja, denn ich könnte ja auch beispielsweise sagen, okay, vielleicht interessiert es mich mehr, alles auf einmal zu haben, zu einem gewissen späteren Zeitpunkt, anstatt ich jetzt Kleckerbeträge meinetwegen bekomme, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Ja, wenn das jetzt so gesehen mein Ziel ist, dann würde ich das über den Rentenendwert hier ermitteln. Ja, das ist natürlich bei einer Rente, also bei einer Altersvorsorge, jetzt weniger der Fall, denn man weiß natürlich nie, wie lange man lebt. Und wenn man dann erstmal das Renteneintrittsalter erreicht hat, dann will man meistens ja auch sofort Geld haben. Aber wenn ich so etwas kalkulieren möchte und der Wunsch besteht und die Möglichkeit seitens der Versicherungsfirma besteht auch, dann würde das so gerechnet werden. Und auch dafür habe ich hier natürlich ein Rechenbeispiel, wieder mit 5% angefügt. Ihr seht hier, die jährliche Auszahlung beträgt weiterhin 500, Laufzeit auch 5 Jahre. Und jetzt habe ich hier eine Sache gemacht, die ist ein bisschen, ja, die ist ein bisschen undeutlich. T1 500 ist klar, T2 500 ist auch klar, T3 500 auch, T4 auch, aber in T5 hätte ich hier eigentlich auch nochmal die 500 hinschreiben müssen und dann besser den Rentenendwert hier drunter. Also diese 2.762,81, die sich hier ergeben, die beinhalten auch noch einmal den Wert der Zahlung von 500 in T5. Ja? Und weil das ja alles auf T5 bezogen ist, sind dann hier auch die 500 tatsächlich 500 wert in T5. Ja? Also das ist ein Fehler von mir, aber ihr seht, natürlich fällt hier der Wert höher aus als 2.500, da ja
diese ersten 500 bereits angelegt werden zu einem Zinssatz von 5%. Ja, die Versicherungsfirma, so ist die Logik dahinter, kann ja erstmal die 500 Euro des ersten Jahres und die 500 Euro des zweiten Jahres, dritten, vierten und auch des fünften Jahres für sich verwenden, für Zwecke, ja, für ihre Geschäftsvorfälle eben verwenden und muss sie nicht an uns auszahlen. Und das wird dann dementsprechend verzinst und bedeutet dann nichts anderes, als dass der Endwert eben deutlich über 2500 liegt. Und auch hier habe ich die 5% in die Rentenendwertformel gepackt. Die habe ich jetzt nicht nochmal erklärt oder nicht nochmal genannt, aber hier seht ihr sie ja. Ja. Und wenn ihr das dann dort wieder einsetzt und ihr habt richtig gerechnet, dann müsstet ihr auch auf diesen Rentenendwertfaktor kommen. Ja. Gut, und hier habe ich das gleiche gemacht, hier habe ich einfach die 500 multipliziert mit den 5,525 und also mit dem vollständigen Betrag halt eben und komme dann auf den Rentenendwert von 2762, ja 82 würde man dann eben sagen. Gut, ja, jetzt gibt es noch einen anderen Faktor und zwar den sogenannten Kapitalwiedergewinnungsfaktor oder auch Annuität, wie das manchmal genannt wird. Wo oder wie sieht die Überlegung hierbei aus? Hier sieht sie so aus, dass ich eine heute bekannte Zahlung habe, ja, die mir auch so ausgezahlt werden könnte. Aber ich sage, okay, vielleicht möchte ich diese Zahlung, die ich heute auf einmal bekommen könnte, lieber verteilt auf mehrere Perioden, und zwar gleichmäßig über mehrere Perioden verteilt bekommen. Ja. Und natürlich so, dass auch hier wieder diese Zahlung, die dann gleichmäßig über mehrere Perioden verteilt wird, genau dem Wert der anfänglichen Einmalauszahlung entspricht. Ja? Und dann sieht das so aus, entschuldigt, dass ich diesmal nur diese Grafik hier gefunden habe, aber ich gehe quasi vom Barwert, wenn ich so will, aus und verteile den Barwert auf eben alle Perioden, die dann darauf folgen. Ja, und auch hierfür habe ich dann natürlich wieder ein Rechenbeispiel reingebracht. Also ihr seht hier quasi, wir wissen, 500 ist das, was wir am Anfang bekommen und wir wollen vielleicht wissen, okay, wenn ich die 500 auf die 5 Jahre verteilt haben möchte, gleichmäßig verteilt, was für jährliche Zahlungen kann ich dann erwarten? Und das habe ich hier ermittelt. Wann ist das zum Beispiel eine Option, die denkbar wäre in der Realität? Nun stellt euch vor, ihr hättet einen Gewinn im Lotto gemacht, was ja sehr, sehr selten vorkommt und der ist relativ hoch. Und jetzt sagt ihr euch, okay, ich kenne mich selbst, ich werde das Geld wahrscheinlich verprassen, wenn ich so viel Geld auf einmal habe. Dann hätte ich es lieber, wenn die Lottogesellschaft, sofern sie das macht, mir jährlich einen gewissen Betrag auszahlt, der dann am Ende tatsächlich ja, der anfänglichen Einmalauszahlung entspricht. Und das ist dann hier tatsächlich der Fall. Ja? Gut. Und wie sieht's aus, wenn ich jetzt das umgekehrt machen möchte, wenn ich wiederum vom Endwert das gleichermaßen verteilen möchte auf alle Perioden? Dann sieht's hier wie folgt aus, wie die Formel das auch zeigt. Und ja, grafisch sieht's halt so aus. Ja? Also ich verteile einen Endwert auf die Perioden, die davor liegen. Also das heißt, ich würde Folgendes quasi machen, ich würde sagen, von diesem Endwert, also sprich von der blauen Säule hier, wird in jeder Periode ein gleichmäßiger Betrag verteilt, sodass dann ja, der Endwert am Ende ja nicht mehr besteht, weil er eben verteilt worden ist auf die vorherigen Perioden. Das ist auch natürlich etwas, wenn ich genau weiß, okay, ich tätige eine Investition und diese Investition wird dann über einen gewissen Zeitraum sich so verzinsen, dass dann dieser Endwert hier herauskommt, der durch die blaue Säule dargestellt ist. Und das ist mir aber für meine Zwecke der Liquiditätsplanung dann doch ein bisschen zu kritisch und ich hätte lieber alles gleichmäßig verteilt, dann würde ich den Rückwärtsverteilungsfaktor benutzen und würde dann schauen, dass ich dann mit meinem Verhandlungspartner so etwas vereinbaren kann. Ja, denn ich meine, es ist ja klar, wenn ich eine Maschine meinetwegen tätige, eine Maschine kaufe und diese Maschine bringt mir dann Erträge über einen Zeitraum von 10 Jahren, dann kann ich ja über diese Maschine relativ wenig oder relativ schlecht, sag ich mal, das Ganze verteilen.
Ja, das ist relativ schwierig, weil ich ja auch noch nicht genau weiß, was dabei herauskommt. Aber bei Finanzgeschäften, da weiß ich, was dabei herauskommt. Und wenn ich Finanzgeschäfte mit der Bank tätige, dann wird die Bank mir wahrscheinlich dabei zustimmen, wenn ich dann so einen Wunsch habe. Ja? Und auch hier habe ich dann ein Beispiel dafür angebracht oder ja, durchgeführt, besser gesagt. Und ja, hier habe ich einen Rentenendwert von 500 Euro und verteile diesen Rentenendwert jetzt über die 5 Jahre, würde ich, ja genau, über die 5 Jahre. Und die Frage ist, wie viel bekomme ich in jeder der einzelnen Perioden? Und dabei ist es, und hierbei ist es ganz klar, ich bekomme eben 90,487. Also es ist genau das Gegenteilige wie eben beim Kapitalwiedergewinnungsfaktor. Und hier ist ja auch klar, warum die Beträge kleiner ausfallen müssen als beim Kapitalwiedergewinnungsfaktor, weil ich hier ja abzinse. Ja? Hier zinse ich halt ab. Und dort habe ich aufgezinst. Und was wir jetzt eigentlich als Fazit mitnehmen können, denn das sind ja wie gesagt nur Basiskalküle, also das sind noch nicht die eigentlichen Investitionsrechnungen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Was wir hierbei also bitte mitnehmen, ist Folgendes. Nämlich der Sinn und die Bedeutung dieser Verfahren bisher gehen auf folgende drei Dinge zurück. Geld kann erstens ohne Wertverlust, das ist wichtig, ohne Wertverlust auf einer gedanklichen Zeitachse beliebig verteilt werden. Das haben wir mit diesen ganzen Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, dazu zählen übrigens auch der Aufzinsungsfaktor und der Abzinsungsfaktor, das kann mit diesen Faktoren beliebig kalkuliert und durchgeführt werden. Ja? Ich kann also Geld wirklich ohne Wertverlust auf einer gedanklichen Zeitachse beliebig verteilen, weil diese dynamischen Verfahren es ja ermöglichen, immer den Zeitwert des Geldes zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ermitteln. Ja? Ich kann demzufolge auch zwischen einmaligen Zahlungen und periodisch gleichbleibenden Zahlungen, also Renten, wählen. Und soll Geld heute nicht ausgezahlt werden, sondern erst morgen, so ist eine höhere Auszahlung vorzunehmen, als wenn diese Auszahlung heute getätigt würde, ja, weil eben Geld heute mehr wert ist als Geld morgen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das in Erinnerung oder im Kopf behalten. Ja? Also, meine Freunde, ich würde auch sagen, wir machen dann jetzt hier Schluss, weil damit haben wir jetzt diese Basiskalküle hinter uns gebracht und ich verspreche euch, im nächsten Video werde ich auf jeden Fall erläutern, wie der Kapitalzins tatsächlich in der Realität bestimmt wird, wo vielleicht auch Probleme auftauchen. Ich muss mal schauen. Und danach werden wir uns dann auch mit dem ersten wirklichen dynamischen großen Investitionsrechenverfahren beschäftigen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also, wie immer, bis dahin.